Ich würde aber sagen, erst rettest du mal deine Kekse, weil der Hund gerade versucht, die zu klauen. Hey Leute, ich bin Elva. Willkommen bei Alles Elva. Es hat gerade geklopft und ich denke, es war der Nikolaus, weil es ist ja jetzt Nikolaustag. Und wie jedes Jahr werde ich so einen kleinen Weihnachtshaul machen. Also werde ich jetzt gleich den Sack voller Sachen holen. Oh, ich freue mich schon richtig. Was ist nur drin? Und schickt mir dann nochmal auf Instagram Bilder von eurem Nikolaussack. Oh, hier schwer. Was ist denn da alles drin? Könnt ihr euch noch an letztes Jahr dran erinnern? Oh mein Gott! Als wir den aufgemacht haben, oh mein Gott, ich freue mich so, aber ich erst hole mir einen Snack, weil wir haben ja Käse gebacken. Wer liebt das auch so plötzlich? Ich freue mich schon richtig, meinen Sack aufzumachen. Oh mein Gott, was ist denn drin? Oh, wer freut sich denn auch so immer? Warte mal, bin ich das? Oder. Okay, gut. Erstmal lege ich meine Kekse weg. Bin ich das? Oder war der Sack größer und einfach anders? Das war doch so ein Weihnachtsmann, oder? Hä? Mama? Ja, Eva? Mein Weihnachtsbeutel, der ist anders als vor. Na, das bildest du dir doch bestimmt nur ein, nein, oder? Nein, erst bei einem Weihnachtsmann, frag Vivi. Ja, aber wie soll das denn gehen? Also ich bitte dich, da kann doch so ein Weihnachts-Nikolaus-Stiefelsack nicht einfach so verschwinden. Bist du sicher, du hast richtig hingeguckt, bevor du dir Kekse holen gegangen bist? Ganz sicher. Mhm, nur noch so leer. Denn? Wahrheit oder Pflicht? Oh, warte mal, die kann ich doch. Mama, die kennen wir doch. Das sehen aus wie die Karten, die du in deinem Adventskalender hattest. Ja, von diesem Kartenspiel. Aber hier ist Wahrheit ausgekreuzt. Das ist ja seltsam, da waren nur 3 Stück drin und nicht das ganze Kartenspiel? Nee, weil sonst hätte ich noch eine Box gespielt. Und jetzt kann ich auch so greifen und würde eine Box spielen. Das ist ja komisch. Ja, und was steht da jetzt drauf? Also Pflicht. Rufe aus dem Fenster, ich bin König der Welt. Pflicht, rufe deine Eltern an und gestehe ihnen da drin, dass du dieses Jahr sitzen bleibst. Pflicht, gurgle dein Lieblingslied. Aber der Weihnachtsmann würde dir doch das nicht da reinmachen. Vielleicht musst du das machen, um deine Geschenke zu kriegen. Vielleicht. Wollen wir es einfach mal probieren? Da kann ja nichts bei passieren. Okay, gut, wir machen erstmal gurgle dein Lieblingslied. Ja, dann brauchst du was zu trinken. Bitte ignorieren, hier ist viel Chaos. So eine Ecke so. Oh mein Gott, wie schön. Dann blub, 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 blub. Ich glaube, so sieht jede Küche aus. Na dann, nimm dir mal was zu trinken und guck mal, ob du an deine Geschenke kommst. Gut. Fangen wir mal an. Welches Lied ist es denn? Didi You von Blackpink. Okay. Es war anstrengend. Schwierig, so die Töne zu treffen. Ja, also konnte ich nicht das ganze Lied machen. Ich konnte nur das Refrain machen. Oh, stell dir mal vor, das war jetzt nicht gut genug. Ja, ach doch. Und was ist auf der nächsten Karte? Warte. Also gurgel dein Lieblingslied. Geschafft. Geschafft, ja. Rufe aus dem Fenster, ich bin der König der Welt. Eigentlich wäre es jetzt Königin, aber wir machen König, weil es hier drauf steht. Ich bin König der Welt, so geschafft. Nein, 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 das du nicht sprechen, rufen. Ich bin König der Welt. So, jetzt habe ich es gemacht. Und jetzt musst du den Papa anrufen. Rufe deine Eltern an und gestehe ihnen unter Tränen, dass du dieses Jahr sitzen bleibst. Jetzt muss ich mir sie
Weihnachten, wie man sagt. Hallo. Papa. Hey. Papa. Ja? Ich bleib sitzen. Was? Ich muss die, was? Ich muss die vierte Klasse nochmal machen. Ich verstehe nicht. Wie ist das gekommen? Du hast immer gute Noten bekommen, du hast studiert. Also, was ist passiert? Also am Montag, da haben wir eine Arbeit geschrieben und da waren Sachen, die wir nicht gelernt haben im ganzen Schuljahr. Und ich bin so enttäuscht. Aber die Sachen haben wir nicht gelernt. Ich kann jetzt nicht mehr über das reden. Ich muss jetzt wieder arbeiten, ich bin bald da. Dann wir können über das weiterreden. Oh Mann, oh. Oh, tschüss. Tschüss. Oh, ich glaube, der Papa ist richtig stinkig. Du darfst es nur fragen. Ja, aber wie willst du ihm das denn nachher sagen? Oh. So. Hier, ruf ihn mal an, dass das nur ein Prank war, sonst macht er sich... Warte, ich schicke ihm eine Voicemail. Ja, mach mal, sonst macht er sich die ganze Zeit Sorgen. Papa, ich muss dir was sagen. Ich muss dich hier nicht pranken, also das war nicht ernst gemeint, nur damit du weißt. Okay, hab dich lieb, Joey. Aber jetzt haben wir doch alles gemacht. Nur nächstes Jahr soll der Nikolaus das am besten nicht machen. Willst du mal gucken, ob sie da sind? Ja, also vielleicht hat er so ein bisschen Magie, Bibli-Balli-Boop. Also vielleicht hat er versucht, Tauben gemacht und dann ist mein echter Sack da. Ach, Mann. Das war wohl nichts. Da ist noch was gemacht. Geh in dein Zimmer, der Grinch. Gehen wir mal in deinem Zimmer gucken. Das ist ja wie eine Schnitzeljagd, aber was hat der Grinch mit dem Nikolaus zu tun? Der Grinch macht doch nicht Weihnachten. Nee, der Grinch klaut Weihnachten. Okay, das ist mein Zimmer. Saß du nicht auf meinem Stuhl? Das Band. Von dem... Also echt, ein Sack und da drüben. Da sitzt ja ein Grinch. Und da saß erst der Weihnachtsmann. Was ist denn hier passiert? Grinch. Oh, doch. Guck mal, Ava. Nein. Oh, nee. Ich glaube, dem sind die Beine kaputt gegangen. Zeig den mal. Ja, das ist tatsächlich ein Grinch-Stofftier. Das sieht doch noch so gemein aus. Ja. Du, bleib da. Beweg dich nicht. Und was ist jetzt hier? Ich fordere dich zu einem Spiel heraus. Gewinnst du, kommst du deine Geschenke wieder. Der Grinch... Bekommst du deine Geschenke wieder? Das bedeutet, er hat deine Geschenke. Vielleicht hat er es so gestohlen und er musste bestimmt hier reingehen mit dem Brötchen. Da ist bestimmt das Seil abgefallen. Da hat er all diese doofen Sachen gemacht. Okay, zeig nochmal, was steht da jetzt drauf? Ich fordere dich zu einem Spiel heraus. Gewinnst du, bekommst du... Ja, okay. Und wo soll dieses Spiel sein? Keine Ahnung. Im Wohnzimmer? Grinch! Nee, hier ist er nicht. Da ist nur der arme Nikolausi auf dem Boden. Hier ist also niemand. Okay, ich habe hier das Spiel Magnifix. Es macht sehr viel Spaß. Aber jetzt brauche ich noch meine Kekse. Nicht mir nachmachen. Aber du darfst nicht die Kekse essen, das sind meine Kekse. Karte aufdecken. Ey, weil ich glaube, der Grinch hat gewonnen. Mann, Mama, bin ich super gut in Magnifix. Hattest du nicht ein bisschen Bedenken, dass der Grinch da neben dir saß? Ich habe Kekse gegessen. Was steht denn auf dem Zettel, den er dir gegeben hat? Ich habe gar nicht angeguckt. Tue etwas, was mir gefallen würde. Er hat gute Handschrift. Plätzchen! Du wolltest ihm die Plätzchen... Plätzchen und Milch! Ja! Er wollte doch die Plätzchen essen, also geben wir noch ein bisschen Plätzchen und Milch. Wir essen keine Plätzchen und Milch. Ich habe hier meine schönste Tasse genommen. So schön. Joyful Christmas. Das war noch so ein wunderschönes Geschenkchen. Und hier ist diese Schüssel nicht süß. Ich weiß, wir haben sie mehrmals heute schon benutzt, aber immer noch die so süß. Kekschen rausholen. Das da und noch. Gibst du ihm nur eins mit Streuseln? Ja. Das sind doch die Zettel, die ich immer nehme, wenn ich dir morgens einen kleinen... Ich
weiß? Eine kleine Notiz mit in die Schule gebe. Ey, wirklich, von mir jeden Tag so einen kleinen Liebesbrief. Ist nicht eigentlich kitschig, oder? Aber immer noch, ich find's süß. Noch in Schreibschrift. Für den Grinch, ey. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das hinstellen. Ich denke eigentlich hier schon süß hat was. Dann schau mal, ob das geklappt hat. Okay, ob jetzt deine Geschenke da sind. Was machst du denn mit uns im Weihnachtsbaum? Ich habe mir das angeguckt. Weil ich frage mich mal mit dieser Deko. Ist eigentlich eine Candy Cane rot und dann nur weiße Streifen? Oder ist sie weiß mit roten Streifen? Who knows? Nach dem Denken hat er jetzt genug Zeug. Also, wenn da jetzt nur noch Krümel sind und er hat draufgeschrieben in seiner Schrift, nein, danke, anstatt danke, dann haben wir es geschafft. Nee, ich glaube, das war nix. Der Zettel hat sich noch nicht mal bewegt. Ich glaube, der Grinch ist kein Plätzchenfreund. Hat er nicht einen Hund? Vielleicht kannst du ihm Hundeleckerlis hinstellen für seinen Hund. Ja, wie hieß er nochmal sein Hund? Max, oder? So wie du auf den falschen Sack aufpasst, Hund, hättest du besser mal auf den echten Sack aufgepasst. Wir haben ja noch tolle Entenbrust und die legen wir dann da einfach dazu. Dann lass uns mal gucken, ob das geklappt hat. Jetzt sind wir die Zeit vorbeigegangen, also wir haben immer schauen. Immer noch nichts angefasst. Guck doch lieber mal, ob dein Sack ausgetauscht ist. Wenn nicht. Ist immer noch der gleiche. Nice. Naughty North Pole, don't open before 25th of December, Rentier. Oh nein, heute ist ja erst der 6. Dezember. Kein Wunder, dass da nichts Gutes drin war. Nein, Mama. Das ist nur das Design. Das ist nur das Design. Das hat mich schon erschreckt, dass wir das am komplett falschen Tag aufgemacht haben. Oh, Mama, der Grinch will doch Weihnachten stehlen. Und ich habe ja im Prinzip Weihnachtsdeko in meinem Zimmer. Und sie ist das ja Weihnachten, also... Wie wär's, wir stehlen meine Weihnachtsdeko? Das ist eine tolle Idee. Die Via glaubt das auch. Ich denke, wir brauchen die. Oh ja, um die Deko reinzufüllen. Wenigstens sieht alles jetzt wieder gleich aus. Der Weihnachtsmann steht da immer oder liegt da immer noch. Er scheint nicht nochmal hier gewesen zu sein, ja. Ja. Außer das Plüschtier ist immer noch da. Okay, dann fang mal an und pack Sachen weg. Okay, gut. Okay, ich habe all weihnachtlich weggeräumt. Hoffentlich klappt das jetzt. Du schon wieder! Gib mir den Sack! Danke. Bye bye! Boah. Und nicht das wieder machen! Hoffentlich ist da jetzt noch was Gutes drin. Ich will da gar nicht. So, ich schwöre, da ist nichts drin, außer das da. Ist das so ein magischer Sack oder was? Ich denke schon. Und was steht da jetzt? Liebe Ava, es tut mir leid, aber ich habe vergessen, deine Geschenke zu kaufen. Hier, ein Gutschein. Kauf dir was Schönes. Alle Liebe, der Nikolaus. Aldi-Gutschein, 10 Euro. All das für einen Aldi-Gutschein? Naja, besser als nichts. Kauf dir was Schönes beim Aldi. Ja, ich meine, ich könnte mir ja eine Süßigkeit wenigstens kaufen. Aber Leute, ihr wisst, dass das hier alles nur gespielt ist. Papa! Ist der Grinch. Okay, ich denke, wir werden jetzt erstmal die Shoutouts machen. Das Insta-Shoutout geht an Lisa. Hi Lisa. Das YouTube-Shoutout geht an Emma. Hi Emma. Und weil ihr ja immer so interessiert seid, was ich wirklich bekomme. Also, hier ist mal ein Überblick. Also, ich habe hier so einen Schlafanzug mit einem Faultier bekommen. Dann hier noch ein Lotterleben-Buch. Hier haben wir noch so ein Tom Gates-Buch. Ich denke, da soll man so reinmalen. So Bücher finde ich mal so cool. Dann hier haben wir ja noch ein paar Fractions. Die sind auch richtig cool. Dann haben wir hier noch ein Buch und zwar Meine schreckliche beste Freundin. Und Einhornschleim. Dann wünschen wir euch nachträglich noch einen frohen Nikolaus. Danken euch, dass ihr zugeschaut habt. Lasst uns einen dicken Daumen nach oben da und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.